Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder eine etwas ältere Partie vorbereitet, denn wir waren ja letztens im Trainingslager und da schauen wir auch immer, ja, interessante Stellungen und Partien an und eine davon möchte ich heute mit euch teilen. Übrigens habe ich auch das Layout hier etwas abgeändert, weil mir zugetragen wurde, dass gar nicht so leicht erkennbar war, wer immer weiß und schwarz in den Partien war. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob es euch jetzt besser gefällt oder ob ihr es vorher besser fandet oder ob ihr sonst irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Und dann schauen wir direkt mal in die Partie rein. Es geht um eine Partie von Michael Adams gegen Rustam Kasimdschanow aus dem Jahre 2004 bei der KO-WM. Und ja, Adams führte die weißen Steine und eröffnete mit E4. Es folgte E5, Springer F3, Springer C6 und Läufer B5. Ja, Kasimdschanow entschied sich damals für A6, also keine Berliner Mauer, Läufer A4, Springer F6 und nach Rochade Läufer E7, Turm E1, B5, Läufer B3. Heutzutage sieht man hier hauptsächlich Marschall bzw. irgendeine Art von Anti-Marschall. Aber ja, vor 20 Jahren, das ist echt schon eine ganze Weile her, da wurde auch noch sehr viel anderes gespielt, wie zum Beispiel Chigurin oder Breyer. Die Idee von dem Zug D6 ist es, den Bauern auf E5 zu verteidigen. Das heißt, jetzt möchte Schwarz gerne Springer A5 spielen und den Läufer auf B3 abholen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment für Weiß und ja für alle von euch, die vielleicht Spanisch spielen und sich immer gefragt haben, warum man die Züge so in der Reihenfolge spielt, wie man sie spielt. Schwarz möchte Springer A5 spielen, deswegen spielt Weiß hier C3, um den Läufer zu retten. Rochade. Und jetzt kann Weiß natürlich D4 spielen, aber dann würde Schwarz mit Läufer G4 antworten und so den Druck auf das Zentrum erhöhen. Und deshalb spielt Weiß hier meistens H3. Also D4 ist auch eine Option, aber ja, es ist, also es gilt als nicht ganz so kritisch, würde ich behaupten. Es folgte Springer A5, also wir sind jetzt in der Chigurin-Variante drin, Läufer C2 und C5. Und hier spielt der Adams D4, das ist auf jeden Fall der kritischste Zug, also er versucht hier möglichst das Zentrum zu übernehmen. Dame C7 und hier ein Zug, der, ja, ich sag mal, in den 70ern gar nicht in Mode war, aber jetzt über die letzten Jahrzehnte doch langsam in Mode gekommen ist, der Zug D5. Früher hat Weiß im Prinzip darauf gewartet, dass Schwarz entweder Springer C6 oder Läufer B7 spielt, bevor man den Zug D5 spielt, aber irgendwann haben die Leute festgestellt, dass dieses geschlossene Zentrum auch so irgendwie ganz angenehm für Weiß ist und deshalb haben sie angefangen, D5 auch so zu spielen. Und jetzt hat Schwarz das Problem, dass der Springer auf A5 natürlich eigentlich nicht optimal steht, also der will da nicht bleiben. Der wollte nur vor allem Platz für den C-Bauern machen und eben den weißen Läufer angreifen. Aber der sollte jetzt einen besseren Platz finden und das kann er über C4. Adams spielte A4, es droht jetzt A schlägt B5 und Kasimdschanow verhinderte das mit Läufer D7. B3. Springer B6 und das ist wahrscheinlich schon ein ganz interessanter Moment. Wie sollte Weiß hier spielen? Hier ist ganz wichtig zu verstehen, dass Weiß hier nicht um die A-Linie kämpfen wird, weil man da schlechte Chancen hat, weil die schwarzen Figuren tatsächlich gut stehen für den Kampf um die A-Linie, sondern man versucht hier weiter Raum zu gewinnen mit A5. Denn plötzlich sehen die schwarzen Figuren ja schon etwas komisch aus. Und hier spielte Adams sofort den Zug C4. Die Idee davon ist es, sofort den Damenflügel zu schließen und sich dann voll auf den Königsflügel zu konzentrieren. Man könnte das auch etwas hinauszögern und C4 auf später vertagen, aber ja, er sagt, der Flügel ist sowieso tot, er hat da nichts mehr vor und er möchte sich sofort auf den Königsflügel konzentrieren. Es folgte B4. Ja, bei dem Raumvorteil von Weiß ist es auch nicht gut für Schwarz, die B-Linie zu öffnen, deswegen ist B4 logisch. Und Springer D2. Der Springer macht sich jetzt auf den Weg an den Königsflügel, da wird er natürlich für den Angriff gebraucht und außerdem muss ja Weiß auch irgendwann die Figuren entwickeln. G6 und Springer F1. Ja, hier spielte Schwarz Springer H5. Vielleicht kurz, was passiert, wenn Schwarz irgendwie Turm E8 spielt, versucht den Läufer nach G7 zu bringen und dann ja, vielleicht den Springer mal über E7 zu aktivieren, wo es dann weiterhin geht, ist auch noch nicht so klar. Hier wäre die weiße Idee einfach Springer G3. Nach Läufer F8, sowas wie Springer H2 und dann möchte Weiß mit F4 spielen. Deshalb sieht Springer H5 eigentlich schon ganz logisch aus. Denn der wirkt natürlich zumindest ein bisschen F4 entgegen und Weiß kann F4 jetzt nicht mehr ganz so leicht spielen, ohne zumindest den Läufer gegen den Springer zu tauschen. Und das hier ist schon ein ganz interessanter Moment für Weiß. Hier gibt es ein paar Optionen und wenn ihr gern selbst nachdenken wollt, dann haltet einfach mal das Video an.
Ja, also für mich sind die zwei logischsten Züge hier G4 und Läufer H6. G4 möchte einfach sofort ausnutzen, dass dieser Springer nicht optimal steht. Auch ganz wichtig, mit solchen Flügelangriffen, gerade an dem Flügel, wo auch der eigene König steht, sollte man vorsichtig sein. Das funktioniert aber in der Regel ganz gut, wenn das Zentrum geschlossen ist, weil dadurch der Gegner weniger Gegenspiel hat. Und hier wäre der Punkt, dass nach Springer F4 Weiß diesen F4-Bauern vermutlich gewinnt, weil schwer vorstellbar, dass Schwarz G5 spielen möchte und dadurch die weißen Felder so schwächen. Und auf Läufer F6 kann Weiß womöglich sogar einfach auf F4 nehmen und die Qualität geben. Aber ohne den schwarzfeldrigen Läufer von Weiß ist das hier natürlich nicht sofort matt. Also Schwarz steht hier in jedem Fall weiterhin bedrängt. Aber ja, kann man vielleicht machen. In der Partie folgte nicht G4, sondern Läufer H6. Und der gefällt mir auch tatsächlich ein bisschen besser. Der Punkt ist, Schwarz möchte natürlich nicht so gern Springer G7 spielen, weil eigentlich sollte der Springer ja hier nach F4 schauen. Deshalb folgte in der Partie Turm E8. Nach Springer G7 wäre der Plan im Übrigen der gleiche. Dame D2 und Läufer F8. Und ja, das hier ist auch wieder ein guter Moment, um nachzudenken, wie es weitergehen soll. Denn Schwarz bietet hier gerade den Läufertausch an. Und jetzt ist die Frage, wie soll man damit umgehen? Wie soll man darauf reagieren? Was man nicht tun möchte, ist einfach schlagen. Denn das tauscht erstmal einen ganz guten weißen Läufer gegen einen nicht so guten schwarzen Läufer. Es tauscht eben auch einfach eine Leichtfigur, was Weiß nicht entgegenkommt, weil Weiß ja Raumvorteil hat und dadurch eigentlich möglichst viele Figuren auf dem Brett behalten möchte. Und ja, es erleichtert einfach Schwarz das Spiel. Dazu kommt, dass irgendwie dieser weißfeldrige Läufer von Weiß natürlich nicht so toll ist und je mehr Figuren wir tauschen, desto mehr wird das ins Gewicht fallen. Ja, jetzt ist natürlich die Sache, okay, was soll Weiß sonst machen? Weiß kann natürlich sowas wie Läufer E3 spielen, einfach versuchen, den Läufer auf dem Brett zu behalten und nach Läufer G7, G4, Springer F4 bekommen wir wieder eine ähnliche Stellung, wie wir eben schon in einer Variante gesehen haben. Schwarz kann hier die Qualität schlagen, aber ja, Weiß steht nach wie vor sehr aktiv und hat hier gute Chancen. Also der Springer kann ins Spiel kommen, dann kann man schauen, vielleicht mal E5 zu spielen oder G5 oder H4, H5. Je nachdem. Auf jeden Fall ist Schwarz immer noch sehr passiv und ganz wichtig zu verstehen, die schwarzen Türme, die haben keine offenen Linien. Und wenn Türme keine offenen Linien haben, dann sind sie tatsächlich nicht besser als Leichtfiguren. Dementsprechend bringt Schwarz die Mehrqualität jetzt hier nicht allzu viel, aber ja, es ist noch nicht vorbei. Der Zug in der Partie war noch stärker. Weiß spielte G4. Die Idee ist eigentlich ähnlich, aber natürlich, ja, musste Adams hier ein wenig rechnen. Der Punkt ist, dass Schwarz im Prinzip nicht auf H6 nehmen kann, weil die weiße Dame auf H6 zu stark steht. Und nach Springer F6, Springer G3 kann Weiß zum Beispiel Springer F5 vorbereiten mit König H1, Turm G1. Vielleicht muss man das auch gar nicht vorbereiten, aber es schadet wahrscheinlich nicht. Schwarz kann hier ohnehin nicht allzu viel machen. Auch Springer G5 ist natürlich mal eine Idee. Das sieht einfach schlecht aus für Schwarz. Deshalb kann Schwarz nicht schlagen und Schwarz muss Springer G7 spielen. Das kam in der Partie, aber jetzt hat Weiß natürlich im Prinzip Zeit gewonnen, dadurch, dass der Läufer auf H6 stehen geblieben ist. Und nach Springer G7 folgte Springer H2. Ganz wichtiger Zug, Weiß möchte die Stellung öffnen. Und ich glaube, das ist ein Moment, der zumindest mir früher auch immer schwer gefallen ist, also so oder in ähnlichen Stellungen natürlich. Dieser Zug F4, der sieht aus, als wenn er das Feld E5 sehr schwächt. Aber tatsächlich tut er das nicht so richtig, sondern er öffnet vor allem die Stellung für Weiß. Wir schauen gleich den Zug E schlägt F4 an. Aber schauen wir erstmal, was mit sowas wie F6 ist, wenn Schwarz einfach versucht, solide zu bleiben. Hier kann Weiß F5 spielen und Schwarz hat so ein bisschen das Problem, dass, ja, es ist einfach zu passiv. Also nach G5 kommt einfach Springer F3. Der Läufer auf H6 sieht komisch aus, aber er kann ja nicht angegriffen werden, also wird er nicht gefangen. Und Weiß wird dann langsam mit H4 weiterspielen und den Königsflügel öffnen. Das sieht einfach schrecklich aus. Bleibt noch König H8. Also einfach, um mal zu zeigen, was passiert, wenn man abwartet. Aber auch hier kann Weiß langsam die Stellung verbessern. Okay, ich dachte sowas wie Springer E7, Springer G3, Springer G8, um den Läufer loszuwerden. Aber nach Läufer E3 hat Weiß auch einen ziemlich simplen Plan. Weiß kann den König nach H1 stellen, den E-Turm nach nach H2 bringen und den anderen Turm nach G1. Und dann früher oder später wird man G5 spielen und auch wieder den ganzen Königsflügel aufreißen. Das Problem ist, Weiß kann sich hier im Prinzip so viel Zeit nehmen, wie man möchte, um die Figuren perfekt für die Öffnung des Königsflügels aufzustellen, während es für Schwarz schwierig ist, weil die Figuren sich alle so ein bisschen auf den Füßen stehen. Deshalb, ja, ist auch diese Stellung sehr gut für Weiß. Das heißt, E schlägt F4 ist schon der logische Zug. Und hier kommt eigentlich das, was ich erklären wollte. Also das Feld E5 ist auf dem Papier natürlich schwach.
Und wenn da ein schwarzer Springer landen würde, dann wäre die schwarze Stellung wahrscheinlich einfach besser. Aber jetzt muss man realistisch bleiben. Kommt ein schwarzer Springer nach E5? Überhaupt irgendwann, nicht nur in den nächsten zwei Zügen, sondern überhaupt irgendwann. Schwer vorstellbar, ja? Also der von G7, der kommt da auf jeden Fall nicht hin. Keine Chance, ja? Und der von C8, der kommt da auch nicht hin. Und genau das ist der Punkt hier. Die beiden schwarzen Springer, die stehen so schrecklich, die sind so dominiert von den weißen Bauern, dass ja, Schwarz einfach überhaupt kein aktives Spiel hat und auch die Figuren einfach nicht verbessern kann. Das ist das Problem. Grundsätzlich, wenn man die Figuren verbessern kann, dann hat man natürlich Chancen, auch solche Stellungen zu spielen. Aber wenn die Figuren dauerhaft schlecht sind, dann ist das einfach sehr problematisch. Es folgte Dame E7 und Adams spielt sehr, sehr logisch weiter. Er aktiviert einfach die Figuren. Springer F3, F6 und Springer G3. Turm D8, Schwarz weiß einfach nicht, was er ziehen soll. Turm F1, das ist auch logisch. Weiß hat ja die F-Linie geöffnet und möchte das jetzt irgendwie ausnutzen. Und hier Springer E8. Hier hat Weiß durchaus mehrere Optionen, aber auch hier, wenn ihr gern selbst nachdenken wollt, haltet einfach mal das Video an. Auch in solchen Stellungen sollte man natürlich ja, möglichst eine ausreichende Fortsetzung finden, weil ich glaube, viele von euch kennen das, also ich kenne das auf jeden Fall sehr gut. Man steht super und ja, irgendwie kommt man dann nicht so richtig vorwärts und am Ende gewinnt man die Partie eben nicht und verliert sie vielleicht sogar. Deshalb ganz wichtig, immer bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Für jemanden wie Adams ist das natürlich meistens kein Problem. Also Weiß hat hier, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Sowas wie Turm F2 mit der Idee Turm F1 ist in Ordnung. Aber mir gefällt Adams Weg sehr gut, weil er recht konkret ist und trotzdem mehr oder weniger simpel. Also, Weiß nimmt auf F8 und nach Dame F8 E5. Hier ist der Punkt, dass nach F schlägt E5 einfach Dame F8 folgt und nach König F8 Springer schlägt E5 droht einmal Springer F7, um den Turm abzuholen und nach König E7 wäre sogar Turm F7 matt. Das heißt, F schlägt E5 geht nicht. Aber ja, auch einfach nichts machen geht auch nicht so gut, denn wenn der Bauer auf E6 landet, dann ist die schwarze Stellung völlig um. Nach Läufer C8 zum Beispiel Springer G5, Weiß nutzt die Fesselung aus. Springer F7 droht. Schwer vorstellbar, wie Schwarz hier weiterspielen soll, denn die schwarzen Figuren am Damenflügel machen nicht mit und gefühlt machen nicht mal die beiden Springer mit. Ich meine, immerhin deckt der von E8 F6, aber ansonsten ist das auch nichts. Deshalb hat Schwarz auf E5 genommen und nach Springer schlägt E5 hat Weiß eben den Vorteil, dass der F-Bauer gefesselt ist und ja, jetzt hat man diesen gedeckten Freibauern auf der D-Linie und vor allem hat man die Figuren aktiviert. Springer D6. Und hier, wenn man nicht weiß, was man machen soll, einfach noch eine Figur in die Mitte stellen. Wie gesagt, also das ist ganz wichtig auch für eure Partien, wenn ihr keine Idee habt, einfach Figuren zentrieren. Das ist in 90% der Fälle auf jeden Fall gut. Dame G7, Schwarz entfesselt sich und Weiß geht einfach weg. Jetzt hängt der C5. Turm C8 und Dame F2. Jetzt hängt er schon wieder. Und wenn der Springer nach B7 geht, dann kommt einfach Springer E4, das wollte Schwarz auch nicht. Deshalb hat Schwarz hier F5 gespielt. Und Adams könnte hier auf C5 nehmen. Das wäre völlig in Ordnung und würde zu einer Superstellung führen. Aber er hat sich entschieden, hier den Nachteil von F5 auszunutzen und das Feld auf E5 zu besetzen. Und ja, hier ist wieder die Sache, was soll Schwarz tun? Er spielte Springer F6, aber nach Springer D7, Turm D7, G schlägt F5, hat jetzt Weiß plötzlich im Prinzip einen Bauern gewonnen. Denn wenn Schwarz wieder nimmt, öffnet sich die G-Linie, der weiße Turm kommt da sehr schnell hin und das ist einfach nur schlecht für Schwarz. Und nach G5 hat Schwarz eben einen weniger. Es folgte Turm E6, König H8 und hier auch nochmal ein schönes Manöver von Weiß, also auch das nicht der einzige Weg. Aber Weiß versucht hier die Blockade auf F6 zu durchbrechen und spielt Läufer D1 und möchte damit Springer H5 fortsetzen. Hier folgte G4, also Schwarz versucht diese Idee zu verhindern und nach H schlägt G4 Turm G8 irgendwie noch Spiel gegen den weißen König zu bekommen. Aber auch das löst Adams recht souverän, er spielt einfach Dame F4. Er ist bereit hier den Bauern zurückzugeben, aber möchte dafür eine ganze Menge Material tauschen. Und nach König H2 folgte noch H5, König H3, Turm D4 und F6. Der F-Bauer soll jetzt einfach laufen. Weiß droht hier ganz konkret auch schon auf D6 zu nehmen und F7 zu spielen. Schwarz spielte deshalb Springer F7 und nach Turm F5, H4 gab er auf. Ja, wahrscheinlich hat er H4 gespielt und dann in dem Moment realisiert, dass das ja nicht nur den Bauern gewinnt, sondern dass das auch noch sofort matt ist. Und da gab es keinen Grund mehr weiterzuspielen. Ja, sehr, sehr starke Vorstellung von Adams.
Irgendwie hat in dieser Partie alles gepasst. Also alles kam im richtigen Moment. Läufer Hasek kam im richtigen Moment. F4 kam im richtigen Moment. Und ja, es sah so aus, als wenn Schwarz einfach... Also Schwarz war völlig chancenlos, ja. Obwohl das zu dem Zeitpunkt auch mehr oder weniger eine Theorievariante war und ja, eine anerkannte Verteidigung, sage ich mal. Also es war jetzt nicht, dass Schwarz einfach irgendwie eine völlige Schrotteröffnung gespielt hat, sondern... Ja, Adams hat einfach die Stellung deutlich besser behandelt und Schwarz hat es nie so richtig geschafft, den eigenen Plan durchzusetzen und sich zu konsolidieren. Ja, das war ein kleines Beispiel dazu, wie man in solchen geschlossenen, also bei geschlossenem Zentrum an einem Flügel angreifen kann. Wie wir gesehen haben, ist es von großem Vorteil, wenn man eben Raumvorteil hat, denn die Figuren können leichter manövrieren und genau das war das Problem für Schwarz, dass die Figuren nicht so richtig in der Verteidigung helfen konnten, weil sie eben nicht alle auf den gleichen Feldern stehen können und dadurch auch nicht alle nah am König. Ja, ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Ich fand sie auf jeden Fall sehr schön, als wir die im Trainingslager angeschaut haben. Und keine Sorge, es kommen auch bald wieder aktuellere Partien. Aber ich weiß, dass in nächster Zeit viele große Turniere anstehen. Deswegen nutze ich jetzt diese kleine, ja, sag ich mal, Turnierpause, wo einfach nicht so viel läuft international, um auch mal ein paar ältere Partien zu zeigen. Es werden sicher auch noch ein paar Endspiele kommen und ja, einfach ein paar andere lehrreiche Videos, die nicht nur unbedingt aktuelle Turniere behandeln. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und natürlich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.